Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Ja, die Dinge überschlagen sich, es gibt ein Antwortvideo aufs nächste und so weiter. So war ich gestern gerade dabei, eigentlich den zweiten Teil abzudrehen, um die Reaction auf das Video von Caro zu posten. Plötzlich gab es schon wieder das nächste Antwortvideo und jetzt habe ich mitbekommen, gibt es sogar darauf schon wieder ein Antwortvideo. Also ich finde es zwar total unterhaltsam, aber wir sollten vielleicht die Kirche im Dorf lassen. Die Jungs machen guten Content. Ich möchte jetzt auch nicht jedes Video mit deren Content versehen, sondern alle Leute sollen natürlich im Idealfall deren Kanäle verfolgen, wenn sie weiterhin diese Diskussion verfolgen wollen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir heute mal einfach aufgrund der Brisanz der ganzen Thematik auf die Antwort von Caro ein, indem er nochmal ganz sachlich und argumentativ auf das Video von Big Daddy Crypto eingeht. Ihr erinnert euch im letzten Teil, den ich gerade eben erst ungefähr um 14 Uhr hochgeladen habe. Guckt euch den am besten mal als erstes an. Reagieren wir nochmal mit etwas mehr Kontext auf das Video von Big Daddy Crypto. Darin geht es unter anderem darum, dass Herr Ripple gewissermaßen zumindest irgendwie so ein bisschen in die Wiege legt, dass sie eventuell an den Börsen XRP verkaufen, dass da ein bisschen Seltsames vorgegangen ist, was den Escrow betrifft und dass kurioserweise im gleichen Atemzug, wo man das sieht, eben plötzlich auch festgestellt wird, dass die ganzen Quartalsberichte, die sonst immer so ja transparent waren, wo auch alle möglichen Verkäufe aufgezählt wurden, plötzlich rasiert oder frisiert worden, wie er so schön sagt. Und da gebe ich ihm recht, das ist durchaus also einiges ziemlich dubios. Wir werden uns der ganzen Thematik gleich nochmal annehmen in Form von Caro, denn er ist auf jeden Fall sehr wissend im Bereich XRP, wird auch einiges an Mehrwert mitbringen für uns alle. Von daher würde ich sagen, genug geredet. Also im heutigen Video schauen wir uns einmal an, du willst reden, die Antwort von Caro und vor allem die Expertise von ihm einfach mal hören, indem er viele Argumente, die Big Daddy Crypto äußert, ein Stück weit entkräftet. Und es gibt mittlerweile zwar schon wieder das nächste Antwortvideo aufs Antwortvideo, das werden wir uns aber sparen. Also abonniert sehr gerne den Kanal von den Crypto Heroes und schaut auch mal gerne da rein. Das ist vor einer Stunde erschienen, da gibt es dann wieder ein Video, aber fairerweise möchte ich dann zu guter Letzt nochmal das letzte Video von Big Daddy Crypto einbauen, sodass wir einmal Caro hören, wie er die ganzen Argumente entkräftet und dann nochmal Big Daddy die Chance geben, sich zu äußern. Ich finde das total spannend. Auch an dieser Stelle gehen wieder Grüße raus an beide Parteien. Es ist eine schöne Diskussion und ich freue mich, das jetzt mit euch gemeinsam zu schauen. Let's go! Herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investoren, Newcomer. Ich hoffe, euch geht's gut. Big Daddy hat auf das Video reagiert, beziehungsweise auf den Livestream und hat hier einige Sachen auch gesagt gehabt. Es geht hier darum, ob der XRP-Token einen Preis von über $100 erreichen kann oder nicht. Er hat in dem Video einige Sachen gesagt, wo ich der Meinung bin, dass er nicht ganz verstanden hat, was das Liquidity Hub ist und wofür das da ist und den Unterschied zu On-Demand Liquidity. Das war auch, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich gestern meinte, ich glaube, da hat er was durcheinander gebracht. Liquidity Hub und ODL wurden da fast gleichgesetzt. Ja, an sich geht es auch um beiden um Liquidität, aber eben bei dem einen spielt XRP eine wesentliche Rolle und beim anderen eher eine zweitrangige bis gar keine Rolle bislang. Aber ich glaube, der Gedankengang an sich war nicht der verkehrte. Gucken wir uns an. Er hat halt einige Argumente auch gebracht und einige Sätze, die ich nicht ganz so unterschreiben kann und die nicht ganz korrekt sind. Hier, dass Ripple XRPs hier verkaufen will über den Liquidity Hub und dadurch halt die Preise in den Exchanges damit manipulieren kann. Das ist nicht der Fall, denn bis jetzt hat Ripple XRP beim Liquidity Hub nicht mal gelistet. Ja, hier aber auf dem Screenshot, XRP wäre ja normalerweise wahrscheinlich gleich am Anfang, ist nicht mehr aufgeführt. Also die benutzen aktuell in diesem Bereich kein XRP. Viele haben sich auch gefragt, warum das so ist. Ich denke mal, das wird mit der SEC zu tun haben. Aufgrund dieser Thematik, der Klage mit der SEC. Und tatsächlich ist das hier so, das sind auch keine ausgewählten Partner, die hier einkaufen können, sondern das ist für den B2B-Bereich gedacht. Und es wird hier nicht nur XRP angeboten, sondern viele verschiedene Kryptowährungen, wie wir sehen können, auch Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und auch USDC, USDT, ich glaube Stablecoins auch. Also man kann sich das Liquidity Hub so vorstellen wie eine Layer über einem OTC-Desk, über einen Exchange oder über Market Maker. Und hier wird halt Liquidität dann letztendlich bereitgestellt für Unternehmen, die das Ganze nutzen können. Warum das wichtig ist und warum der Automated Market Maker hier wichtig ist, das werden wir uns gleich noch im Nachhinein anschauen. Aber das wollte ich einfach mal klarstellen, dass das hier nicht so ist, wie Big Daddy das hier erklärt, dass einfach nur XRP verkauft wird und dass der Liquidity Hub hier nur für XRP da ist. Nein. Aber man muss fairerweise sagen, also ja, das stimmt alles, ne? Haben wir auch schon festgestellt, dass der Liquidity Hub eigentlich die falsche Vokabel ist für das, was er meint. Aber Big Daddy meint ja eigentlich denn die Thematik ganz generell, dass eben auf der einen Seite eine Art verschlossene Gesellschaft im ODL sitzt, ja, das ist das, was er eigentlich meint. Die Banken oder beziehungsweise die Zahlungskorridore haben eine gewisse Anzahl an XRP. Wenn die mal welche brauchen, dann wird kurz Ripple angerufen und Ripple gibt ihnen dann, was sie brauchen.
Und solange diese Liquidität, die Ripple den bieten kann, und die haben ja relativ viele Token, wissen wir ja, nicht aufgebraucht ist, warum sollten sie dann am freien Markt irgendwie aktiv werden? Wisst ihr, was ich meine? Und das ist auch, glaube ich, der Gedankengang, dass also immer erst primär ODL bedient wird und solange ODL nicht so viel Nachfrage generiert, dass sie ganz, ganz viele XRP brauchen. Und das würde schon eine unheimliche Nachfrage bedeuten, weil bei 3 Sekunden Transaktionszeit oder 4 Sekunden, da ist es normalerweise so, dass wir auch eine sehr schnelle Umlaufgeschwindigkeit haben. Das heißt, selbst wenn jemand nur 100 XRP hat, wenn er die ständig hin und her schicken kann, kann er mit den 100 XRP auch viel bewegen, ja. Und unterm Strich ist das, glaube ich, der Punkt, den er meint, dass also der Preis auf ODL möglichst stabil gehalten wird, damit die Businesses ihre Deals machen können und wir auf den Börsen dadurch natürlich nicht so wirklich diese Verknappung spüren. Ich glaube, das war das, was Big Daddy meinte. Es soll Liquidität von Krypto und von vielen verschiedenen Kryptowährungen für B2B-Geschäfte bzw. für institutionelle bereitgestellt werden. Eine weitere Sache, die Big Daddy hier sagt, ist, dass Ripple damit wirbt, dass sie Liquidität bereitstellen. Und da sagt Big Daddy, das ist ein Trugschuss, denn es gibt schon Liquidität, sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren mit den internationalen Transfers. Das sagt Ripple nicht. Ripple sagt, dass die zwischen 23 und 27 Billionen, die in Nostro-Konten jetzt schon da sind an Liquidität, für Banken wieder bereitgestellt werden könnten, wenn sie Ripples On-Demand-Liquidity nutzen oder Ripples Services letztendlich. Also es wird hier nicht gesagt, dass es keine Liquidität auf dem Markt gibt, sondern Ripple wirbt damit, dass sie die Liquidität von 23 bis 27 Billionen in Nostro-Rostro-Konten den Banken wieder bereitstellen kann, statt dass sie das liegen lassen, um Liquidität letztendlich für Transfers bereitzustellen, könnten sie das Geld nutzen für andere Geschäfte. Total richtiger Punkt. Ich glaube, darüber hatten wir auch kurz gesprochen. Das ist eigentlich so der Hauptbenefit, den die ganzen Zentralbanken haben. Denn ihr müsst euch vorstellen, Zentralbanken haben gegenseitig Schuldscheine, die sie sich über verschiedenste kleinere Banken irgendwie in Rechnung stellen. Ja, riesige Schuldscheine am Ende. Caro meinte gerade, sie haben Liquidität in Form von diesen Nostro-Vostro-Accounts. Es ist eigentlich ziemlich illiquide, denn man kann nicht einfach so die Schuldscheine auf einmal auflösen. Und genau das ist der Kernpunkt, was er ja auch im nächsten Satz sagte. Das will XRP lösen, beziehungsweise Ripple lösen in Form von XRP. Dass eben in Zukunft dieses ganze Thema Schuldscheine besitzen braucht man nicht mehr, denn Vertrauen ist überflüssig. Es läuft über eine separate Plattform, in diesem Fall den XRP-Ledger. Das läuft innerhalb von Sekunden. Man braucht da nichts mehr an Schuldschein, fehlende Vertrauen, weswegen man überhaupt Schuldscheine braucht. Ja. All das fällt halt weg und das bringt dann wieder die Liquidität. Big Daddy behauptet auch, dass diese Seite hier verschwunden ist. Dass man hier die ganzen Escrow-Verkäufe nicht mehr sehen kann und dass es mysteriös ist. Das hier hat natürlich rein gar nichts mit Ripple zu tun gehabt und diese Seite hat auch Ripple nicht zur Verfügung gestellt, sondern eine Person namens Leonidas. Und Leonidas hat sich einfach beschlossen, das Ganze nicht mehr weiterzuführen. Aber wie wir wissen, ist... Ja, aber da muss man fairerweise sagen, es ist schon ein komischer Zufall. Wir werden ja auch nachher sicherlich nochmal über diese Escrows sprechen oder er blendet sie sogar gerade ein. Es ist schon ein bisschen seltsam, dass genau da, wo plötzlich die XRP-Bestände abnahmen, dieser Leonidas oder wie auch immer er hieß, der Meinung war, jetzt höre ich mal auf und stelle die Arbeit ein. Und natürlich hat er recht, das ist keine direkte Seite von Ripple, aber es gibt ja viele Anwendungen oder Seiten, die sich irgendwie mit Ripple vernetzt haben. Ja. Und ich glaube, darum ging das Argument einfach auch nur. Er meinte einfach nur, das war schon seltsam, dass das plötzlich verschwunden ist. Und ich habe übrigens auch mal bei der Bildersuche bei Google geschaut, sucht man nach Bildern. Also ihr werdet nicht mehr Bilder finden von der Escrow-Liste. Fand ich schon auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Die XRP-Ledger, eine Public-Ledger und das sind auch keine Umwege, mit denen man hier reinsehen kann. Man kann einfach hier schauen, was mit der Ledger ist und wie viel von dem Escrow hier halt rausgehauen worden ist. Und wie wir sehen können, wenn ich ganz, ganz runter scrolle, hier wir gehen, haben wir aktuell 41.000 XRPs im Escrow und es wurden schon 53,5 Milliarden XRPs distributed. Und Big Daddy fragt sich auch, ja, warum werden jetzt in den Quartalsberichten nicht mehr erwähnt, wie viel XRP verkauft worden sind? Dass 5 Milliarden von Ripple selbst verkauft worden sind, dass Ripple... Das ist jetzt auf jeden Fall meine wichtige Frage, bin mal gespannt. Eine Menge an XRPs besitzt. Ich weiß nicht, wo das große Problem daran sein soll, denn der Großteil aller Projekte hat genau das gleiche Problem. Und aufgrund dessen, weil Ripple so transparent war, führen wir überhaupt diese Diskussion. All das Ganze würden wir gar nicht wissen. Und in diesem Interview hier hat Joe Lubin, diese Ratte da, die ihr ganz rechts seht, ja, dafür feiere ich Caro auf jeden Fall. Ihr haltet über 50% des XRP-Supplies und darum ist es zentralisiert. Da hat Brad Garlinghouse gesagt, ja, und wir sind sehr transparent damit, damit jeder weiß, woran man bei uns ist. Wie viele habt ihr denn an Ethereum? Und da hat er gesagt, ja, kann ich mich nicht zu äußern, wir sind ein privates Unternehmen. Wow. Und
Das ist halt das Problem. Also wenn sich Big Daddy fragt, warum Ripple das auf einmal nicht mehr machen möchte, wenn sie das von vornherein nicht gemacht hätten, dann würden wir diese Diskussion gar nicht führen. Das ist zum Beispiel einer der großen Gründe. Und spätestens dann, wenn sie bald ein Aktienunternehmen werden, wenn sie ein IPO betreiben, müssen sie sowieso all das Ganze wieder angeben. Daher sehe ich das auch nicht mehr als wirklich großes Problem. Ich verstehe Caro und Caro ist generell auch ziemlich bullish auf XRP und von daher finde ich es auch total cool, dass er da jetzt auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lässt bei dem Thema. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, wenn eine Firma, und niemand hat Ripple gezwungen, wenn die schon mit so einer Transparenz punkten und sich auch immer wieder als eines der transparentesten Unternehmen überhaupt darstellen und auch Wochen über Quartale hinweg auch immer wieder alles ganz genau penibel angegeben haben, dann darf man sich schon die Frage stellen, warum, wenn man es denn jetzt so ganz plötzlich einstellt, ja, warum das passiert. Und klar kann man jetzt sagen, ja, die hätten es ja gar nicht machen brauchen. Ja, stimmt. Aber wenn einer schon quasi auf seine Werbetafel schreibt, Transparenz 100%, dann muss man das auch durchziehen. Ja, wer A sagt, muss auch B machen und kann nicht irgendwie dann auf einmal die Transparenz hinten runterfallen lassen und sagen, ja, wir waren bis hierhin transparent, aber jetzt sind wir so wie alle anderen. Kann man, ist aber irgendwie nicht so der richtige Ripple-Style, wenn ihr mich fragt. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass es vielleicht irgendein Event gab, dass Brad Garlinghouse und sein Anwaltsteam dazu bewogen haben, das zu tun, dass vielleicht wirklich die SEC, nachdem dann irgendwie immer mehr sich die Lage zugespitzt hat, die Luft immer dünner wurde für Gary Gensler und Co., dass sie dann wirklich angefangen haben, sich in irgendwelche weiteren Zahlen reinzulesen und dass dann eben vielleicht die SEC noch irgendwie Wind unter die Flügel gibt. Von daher, wenn das wirklich so ist, habe ich dafür vollstes Verständnis. Wenn das nicht der Grund ist, sondern nur ein Alibi-Grund war, dann ist das wirklich ziemlich dubios, denn warum hat man plötzlich scheinbar was zu verheimlichen, wenn man es vorher nicht hatte? Wenn ihr mein Herz und mein Bauch fragt, habe ich aber schon das Gefühl, dass Ripple kein Grund hat zu lügen und von daher glaube ich, dass sie ganz einfach aufgrund der SEC gezwungen waren, diesen Schritt zu gehen und das kann man ja vorher nun wirklich nicht lange planen. Das ist dann ja eher etwas, was sehr kurzfristig entschieden wird und dann würde das Ganze auch plausibel sein. Stellt sich einfach mal die Frage, wie viele Ethereums besitzt Joe Lubin? Wie viele Ethereums besitzt Vitalik Buterin? Sind es vielleicht mehr als 50%? Und all die ganzen anderen Projekte letztendlich auch. Weiß man nicht. Warum weiß man das nicht? Weil sie nicht so transparent waren wie Ripple. Also sehe ich das Ganze ja auch nicht als großen Skandal. Weiterhin wurde auch von Big Daddy gesagt, dass die XRPs, die zurückgekauft worden sind, nicht zurück in den Escrow gehen. Ich wüsste nicht, wann Ripple jemals sowas behauptet hat, denn die Escrow-Funktion ist einfach eine Funktion, die übrigens jeder von euch nutzen kann über den XRP-Toolkit. Ihr könnt euch eure eigenen XRPs, ihr könnt euch euren eigenen Escrow erstellen. Das heißt, ihr könnt sagen, pass mal auf, ich möchte meiner Tochter, was weiß ich, 50.000 XRPs hier zur Verfügung stellen. Ich packe das Ganze auf einem Nano Ledger X und ich möchte aber nicht, dass sie direkt Zugriff drauf hat. Dann könnt ihr euch euren eigenen Escrow erstellen und sagen, erst im Jahre, was weiß ich, 2030 hat sie Zugriff darauf und der ganze Escrow wird freigestellt. Und dann kann sie über die XRP Ledger bzw. über den XRP Toolkit, da musst du ja eigentlich nicht viel machen, automatisch wird sie dann über den XRP Toolkit das Ganze in ihrem Escrow entriegelt bekommen und hat... Ja, das ist natürlich richtig geil, ne? Wie viele haben mich schon gefragt nach so einem Sparplan? Alex, was kannst du da für eine App empfehlen und so weiter? Also geilerer Sparplan als sowas hier. Das habe ich übrigens noch nie gewusst, habe ich selber jetzt gerade das erste Mal gehört. Werde ich auf jeden Fall mal heute Abend ausprobieren, ob ich da irgendwie weiterkomme. Da kann man so ein Escrow bauen. Das ist doch geil, oder? Das ist doch ein geiles Weihnachtsgeschenk. Ihr schenkt jemandem im Ledger, meinetwegen eurem Sohnemann, eurer Tochter, und sagt, pass auf, freu dich nicht zu früh. Da ist der und der Wert drauf. Kannst du dir auch mal auf deinem Handy eintippen und irgendwie abspeichern, ja, damit du das immer verfolgen kannst. Aber wenn du 18 bist, kannst du dir dann vielleicht davon ein großes oder ein kleines Auto, vielleicht eine Yacht kaufen oder ein Heli, ja, oder vielleicht auch gar nichts, sondern es bleibt beim Bobbycar. Aber ist doch cool, eine geile Idee. Und ich glaube, dass, ja, wenn ich das hinkriege, werde ich dazu mal ein Video machen, weil ich glaube, das hat einen riesen Mehrwert für uns alle. Mega cool, vielen Dank. Okay, ich habe mal jetzt ein bisschen weiter vorgespult. Ich will jetzt auch nicht das ganze Video zeigen, sondern nur die wichtigsten Dinge. Also jetzt geht es nochmal um die ganze Thematik um Smart Contracts. Caro sagt, dass es durchaus Smart Contracts gibt, sogar Smart Contracts, die wirklich super einfach und super schnell in die Wege geleitet werden können. Er hat auch Beispiele genannt mit Hooks oder auch über WebAssembly und hat ein bisschen was gezeigt. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss auch dazu sagen, ich verfolge die Crypto Heroes jetzt nicht so sehr, aber ich muss sagen, Caro hat sehr fundiertes Wissen. Also ich kann euch das nur ans Herz legen, gerade wenn ihr mehr Wissen lernen wollt. Ja, gibt es natürlich immer verschiedene Arten von Zuschauern, die einen möchten gerne unterhalten werden. Ich versuche natürlich auch immer einen gewissen Unterhaltungswert mit reinzubringen, aber es ist schon so,
so, dass ich auch vor allem immer mich bemühe, euch gutes Wissen weiter zu transportieren. Und da gibt es eben Leute da draußen im Crypto Space bei YouTube, die mindestens genauso viel wissen, teilweise sogar noch mehr Wissen haben als ich in einigen Bereichen, habt ihr gerade gesehen. Bei dem Escrow-Thema konnte ich noch was lernen. Von daher schaut euch unbedingt mal das Ganze an. Ja, sehr, sehr spannendes Video auf jeden Fall. Übrigens, während wir hier gerade so ein spannendes Video zu XRP schauen, steigt der Kurs auch weiter. Allein in diesem Monat schon 15-16% im Plus, 60 Cent Marke durchbrochen. Ziemlich nice. Mal gucken, wie es weiterläuft. Ich habe schon bei TikTok gesehen, ganz viele Verschwörungstheoretiker, die meinen, morgen kommt der große Crash. Ja, ich glaube da ja nicht dran, wenn alle darauf warten, aber wir werden mal gewahr, was morgen passiert. Bis dahin gucken wir uns jetzt auf jeden Fall mal das letzte Video an, Caro, von Big Daddy Crypto. Hier habe ich noch gar nichts gesehen, von daher bin ich unheimlich gespannt, wie das jetzt am Ende wird. Das Thumbnail lässt zumindest darauf schließen, meine Antwort, ich gebe Fehler zu, dass Big Daddy Crypto sich dazu einige Gedanken gemacht hat. Von daher ein bisschen gehypt und vor allem jetzt das letzte Video zu der ganzen Thematik. Also wenn ihr es weiterverfolgen wollt, dann gerne über deren Kanäle. Aber so haben wir jetzt mal alles unter einem Hut. Und vor allem weiß ich, dass ganz viele von meinen Zuschauern auch Crypto Heroes zum Beispiel zuschauen. Ich glaube, das passt auch sehr gut. Und wer weiß, vielleicht hat Caro oder Big Daddy Crypto hier irgendwann mal Lust, dass wir gemeinsam mal ein Interview führen. Und dann könnt ihr auch nochmal alle möglichen Fragen stellen. Ich werde mal zeitnah auf die Jungs zugehen und fragen, ob die Lust und Zeit haben. Und ja, vielleicht klappt das ja. So, Freunde, antworten wir auf Caros Video zu XRP. Erstmal muss man sagen, sein Video war gut gemacht und ich habe zwei Fehler gemacht. Dennoch hat er sich bei einigen Gegenargumenten von mir wieder rausgeredet und auf das Skandal, was ich angesprochen habe, ist er gar nicht eingegangen. Das erinnert mich etwas an die Casper-Diskussion, wo wir immer noch auf das letzte Video warten, aber wie auch immer. Kommen wir erstmal zu meinen Fehlern. Ich habe euch gesagt, Caro ist der XRP-Experte und dieses Battle wird um einiges schwerer als das Casper-Battle für mich. Vor allem traue ich mich, den Teufelsadvokat zu spielen bei großen Krypto-Projekten wie XRP und Co., wo andere sich nicht mal trauen, den Mund aufzumachen. Also, meine Fehler waren, die Escrow-Seite von Leonidas als Ripples eigene Seite zu bezeichnen. Es kam mir sehr komisch vor, dass genau diese Seite dann verschwunden ist, als auch die Quartalsberichte rasiert wurden. Als zweiten Fehler habe ich angenommen, dass XRP jetzt mit dem Teilsieg in der Ripple-Klage im Liquidity Hub schon gelistet wurde. Denn das wurde immer versprochen. Nun sagten die Anwälte jedoch auf Beschwerden der Community, dass XRP erst dann aufgenommen wird, wenn die Klage und alle Einklagetermine der SEC vorüber sind. Dennoch hat auch er das Liquidity Hub nicht richtig dargestellt. Erst einmal habe ich nicht gesagt, dass das Liquidity Hub den Markt, also gängige Börse und deren Preise wie Binance beeinflussen wird. Denn Caro, mein Lieber, du sagtest, dass ich gesagt habe, dass das Liquidity Hub die Preise beeinflussen wird. Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Hier über den OTC-Bereich, also Over the Counter, was ja vor allem Liquidity Hub Nutzer nutzen werden, dadurch werden öffentliche Preise nicht beeinflusst und das ist das größte Problem bei maximaler oder bei Massenanwendung. Und auch wenn XRP jetzt noch nicht gelistet ist, hat Ripple versprochen, das im Liquidity Hub zu tun. Und wie wir beide wissen, kommen ins Liquidity Hub nur registrierte Kunden rein und das sind größtenteils Banken, Großinvestoren und Institutionen. Also erstmal viele Sachen jetzt. Das erste, riesen Respekt auf jeden Fall, weil wir wissen ja alle, die XRP-Community kann sich in einen Pitbull verwandeln. Und von daher war das sehr mutig von ihm, aber auch eben sehr sachlich, wie er das Ganze dargestellt hat. Also definitiv erstmal Respekt dafür, dass man sich überhaupt traut, da jetzt so tief in die Materie einzutauchen und doch einiges in Frage zu stellen. Aber sehr wichtig, denn dadurch sind wir alle ein Stück schlauer geworden. Man muss aber schon sagen, also er hat schon gesagt, dass der Preis, in gewisser Weise manipuliert wird, weil er hat gesagt, so habe ich zumindest in Erinnerung, korrigiert mich da gerne, er hat gesagt, dass der Preis günstiger sein wird innerhalb der Businesskunden von Ripple und dass dadurch natürlich eben kein riesiges Interesse an den anderen Märkten ist, wie sich der Kurs da verhält, weil er sich eben hier möglichst stabil halten soll und eh in Ticken günstiger ist. So habe ich es zumindest verstanden. Hier unten wird das Liquidity Hub beschrieben als eine Layer über einer Börse oder als ein Automated Market Maker. Und auch wenn das Liquidity Hub diesbezüglich leicht Anwendung finden sollte, ist es für mich ein Wolf im Schafskostüm. Denn große Institutionen und Banken wollen keine 200 Millionen in XRP, Bitcoin und Co. einkaufen und den Markt in die Höhe schießen. Ihr durchschnittlicher Einkaufspreis wird durch einen Einkauf auf öffentlichen Börsen ruiniert werden. Daher warten sie bei solchen Situationen auf Preiszonen ab, wo hohe Liquidität herrscht. Das weiß jeder, der nur den Hauch einer Ahnung vom Traden hat. Was bringt es JP Morgan beispielsweise nun, Bitcoin über das Liquidity Hub über Binance zu kaufen? Hat JP Morgan Langeweile und bezahlt doppelt Gebühren? Also merkt man schnell, diese Grafik hier mit dem Liquidity Hub ist ein Trugschluss und es ist mehr wie eine OTC-Börse. Als Antwort, warum Ripple die Verkäufe in den Quartalsberichten nicht mehr listet, sagt er, dass der Grund mit der SEC relevant ist und zog Vergleiche mit Ethereum ran. Ich glaube, wir können alle zustimmen, dass Ripple transparenter ist als Ethereum oder die Ethereum Foundation, aber wir können auch alle zustimmen, dass Ripple die Kuh, also uns Investoren, die Kuh viel stärker melken ist. Daher braucht es auch viel mehr an Transparenz als bei Ethereum.
Wenn die Firma bis vor kurzem 60% der Coins... Nein, das stimmt nur so halb, wenn man an diesen Lubin denkt. Der hat ja auch mittlerweile Consensus gegründet. Also der Typ hat schon gut viele Ether verkauft und als ursprüngliches Founding-Mitglied. Und auch Buterin, gut, da sieht man wenigstens über diese Whale-Alert-Geschichten bei Twitter, wann welches Wallet von ihm mal bewegt wird, das bekannt ist. Aber wir können sicher sein, dass die auch noch ein paar verborgene Dinge haben. War klar, hat er recht. Ich meine, Ripple hat einen riesigen Anteil der XRP. Von daher ist natürlich auch das Misstrauen deutlich größer als bei anderen Projekten. Und von daher, das Melku ist auch definitiv dann auch ein gewisses Bewusstsein da, dass man es machen muss, weil ansonsten würden wahrscheinlich alle möglichen Kunden kein Vertrauen haben. Nach über 10 Jahren, dann muss man sich doch mal in den Kopf fassen und Gedanken machen. Dann kann man die Transparenz bei Ethereum doch nicht mit Ripple vergleichen. Also Caro, die Erklärung, dass die Quartalsberichte rasiert wurden wegen der SEC, macht absolut keinen Sinn. Vor allem, weil Ripple in den letzten 5 Monaten mehr XRP in den Markt verkauft hat als je zuvor. Sowas muss man doch als Realist komisch finden. Vor allem gibt es die Klage seit 2 Jahren. Wieso kommt Ripple jetzt, nachdem sie gewonnen haben, darauf, die Quartalsberichte zu frisieren? Das macht absolut keinen Sinn. Die Klage ist gewonnen, hallo? Warum genau jetzt? Und dann werden 5 Milliarden XRP in den Markt verkauft, wenn der Hype da ist und die armen Retail-Investoren versuchen, den Preis hochzupumpen. Dann kommt Ripple her und verkauft 5 Milliarden XRP in den Markt. Also wie bitte, wie soll man da den Vergleich vom Hirten und der Kuh nicht nehmen? Ripple hat mit diesen 5 Milliarden verkauften XRP mindestens 2 Milliarden US-Dollar gemacht. Und für die SEC-Klage haben sie über die Jahre 100 Millionen US-Dollar bezahlt, welche wir übrigens an den Escrow bezahlt haben. Also Ripple holt das Geld nicht aus der eigenen Tasche. Das muss man verstehen. Wie kann man sowas stillschweigen, Caro? Aber, also vollkommen richtig und das stimmt. Also das, was wir uns auch gerade angesehen haben von Caro, war jetzt auch nicht so sehr darauf basierend. Er hat zwar gesagt, man kann das alles einsehen, aber er ist nicht so wirklich darauf eingegangen. Vielleicht wäre das noch am Ende des Videos gekommen, möchte ich aber jetzt kein Unrecht tun. Aber ja, er hat vollkommen recht, das ist schon ein bisschen dubios, dass hier auf einmal von 58 Milliarden plötzlich nur noch 53 Milliarden über sind und die kurioserweise auch nicht mehr im Escrow sind, also die wurden noch nicht zurückgepackt oder so, sondern scheinen einfach weg. Was ich nur nicht verstehe, und das ist vielleicht eine Sache, falls du das zufällig siehst, kannst du mir ja vielleicht mal einen Kommentar dazu schreiben, lieber Big Daddy Crypto. Wie kommst du jetzt unbedingt darauf, dass sie das an Börsen verkauft haben? Also es ist ja normalerweise immer in den Quartalsberichten die Rede davon gewesen, dass XRP verkauft wurden, aber eben an ODL. Ich blende hier mal ein paar Dinge ein, ich markiere das auch mal, da seht ihr denn immer die Verkäufer an ODL. Also Ripple hat hier immer betont, dass sie nur an ODL verkaufen. Wer sagt, dass sie nicht auch diese 5 Milliarden an ODL verkauft haben? Aus was für Beweggründen auch immer. Vielleicht ist die Nachfrage deutlich größer gewesen als vorher, weswegen sie jetzt eben deutlich mehr XRP reingepumpt haben oder neue Partner, neue Zahlungskorridore dazugekommen. Also woher nimmst du die Gewissheit, dass es unbedingt so sein muss, dass sie das an Börsen verkauft haben? Denn das würde ja ganz klar bedeuten und auch nachvollziehbar sein, dass die Börsen, die dann vermutlich auch wissen, dass Ripple daran beteiligt ist, sich wahrscheinlich sogar mit Strafe machen würden und Ripple ja aktive Kursmanipulation betreiben würde. Also das ist ja, auch wenn wir hier nur locker reden, irgendwo so ein gewisser Vorwurf, schon fast ein schwerer Vorwurf Ripple gegenüber. Ich wäre nicht überrascht, wenn es so wäre, aber wo sind die Begründungen dafür? Also haben wir dafür irgendeinen Beweis, irgendeine Art von Nachweis in Form der Blockchain, dass wir irgendwas tracken und sagen, guck mal, da ist es hingegangen, oder sind das nur so Bauchgefühle? Und wenn es nur Bauchgefühle sind, kann es eben, wie gesagt, auch sein, dass sie es an ODL verkauft haben, ohne dass wir das groß mitbekommen. Denn alles, was so an ODL passiert, davon kriegen wir in der Regel nichts mit. Ein größtes Gegenargument bist du wieder nicht eingegangen. Was ist mit diesen 5 Milliarden XRP? Okay, ich glaube dir, du bist wirklich davon überzeugt, dass die Quartalsberichte wegen der SEC frisiert wurden. Das glaube ich jedoch nicht und kann es auch nicht rechtfertigen. Warum aber bist du wieder nicht auf mein Hauptargument eingegangen? Ripple hat 5 Milliarden XRP in den Markt verkauft die letzten Monate. Bei dem Klagesieg und dem Hype, auf den wir Jahre gewartet haben, findest du das okay oder was ist deine Meinung dazu? Dann sag... Was ist aber, wenn genau jetzt, wo die Klage durch ist, auf einmal mehr Zahlungskorridore plötzlich Bock drauf haben und XRP jetzt auch irgendwie anbieten wollen? Vielleicht ist das ja genau der Grund. Vielleicht ist ja, also erstmal vollkommen richtig, es kann natürlich auch sein, dass es mit der SEC erstunken und erlogen ist. Sagte ich ja vorhin, alles möglich, man steckt da nicht drin und so gut kennen wir die Jungs jetzt auch nicht, als dass wir unsere Hand dafür ins Feuer legen könnten. Aber wer sagt, dass sie nicht an ODL verkauft haben, was dann ja total normal wäre und eigentlich förderlich fürs Projekt, ja? Wer sagt, dass sie wirklich auf Binance und Co. die Dinger losgeworden sind? Und das weiß ich jetzt nicht, weil du hast ja vorhin richtig gesagt, was den Liquidity Hub bzw. ODL betrifft, was da so für Preisdinger passieren, das ist uns eigentlich egal und umgekehrt. Die kümmert eigentlich nicht so wirklich, was in den normalen Sekundärmärkten passiert. Uns kümmert aber auch nicht, was bei ODL passiert. Wichtig wäre nur, wenn Liquidität bereitgestellt wird mit den 5 Milliarden XRP, ist es ein Hammerding. Wenn sie natürlich die verkaufen und sich davon Lambos kaufen, ist das blöd.
Aber das ist jetzt, oder das gilt zu klären, und da müssen wir mal schauen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, das zu tracken. So, die wiederaufgekauften XRP gehen zurück in den Escrow und ich erzähle Unwahrheiten. Dann zeigst du uns, wie man einen Escrow erstellt. Und an alle hier. Bitte, habt ihr jemals gesehen, dass der Escrow größer geworden ist? Scrollen wir doch einfach mal hier durch. Sieht man hier irgendwo, dass neue XRP in den Escrow kommen? Wächst der Escrow oder wird er immer nur noch kleiner? Würden die wiederaufgekauften XRP zurück in den Escrow gehen, dann könnte Ripple in 4 Monaten nicht 5 Milliarden XRP verkaufen. Warum gehst du darauf nicht ein, Caro? Und die wiederaufgekauften XRP gehen nicht in den Escrow, das ist Fakt. Und damit bist du auch nicht auf den Fakt eingegangen, dass Ripple 12 Milliarden ungelockte XRP außerhalb des Escrows besitzt. Da hat er vollkommen recht und das gilt jetzt zu klären. Wenn die in ODL sind, heftig, dann wäre es eigentlich positiv. Wenn nicht, hat er natürlich voll recht, dass die theoretisch diesen Bestand gedumpt haben oder noch dumpen könnten. Und damit dann eben auch wie gestern eingeblendet diese gewisse Rallye, die wir eigentlich erwartet hatten nach dem SEC-Sieg, eben so bestimmt gebremst haben. Könnte sein, kann ich mir aber nicht vorstellen. Und gerade so mit Bedacht auf diese ganze Börsengeschichte, IPO, die bevorstehen oder der bevorsteht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ripple jetzt am Ende solche Faxen macht. Also das ist sehr unrealistisch, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, das ist einfach irgendwie unerklärlich. Vielleicht gibt es dafür eine ganz einfache Erklärung. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal von Ripple ein Statement dazu, wenn das Thema doch ein Ticken größer werden sollte. Ja, wir werden abwarten. Sei, machen wir weiter. Früher wurde immer gesagt, dass die Ripple Escrow nur an On-Demand-Liquidity-Kunden gehen. Ich habe großen Hate bekommen, weil ich sagte, nein, Ripple verkauft auch XRP an Exchanges, wenn Bedarf besteht. Nun sagst du ja, die Exchanges dürfen XRP aus dem Escrow kaufen. Was denn jetzt? On-Demand-Liquidity-Kunden nur oder doch der gesamte Markt? Was die Smart-Contract-Anwendung bei XRP angeht, stimme ich dir bei allem zu. Das Potenzial ist gewaltig, aber das geht bei XRP immer nur über Anbindungen, andere Softwarelösungen oder umständlich wie bei Flare. Und das ist ein großes Problem. Die Leute wollen es einfach haben. Und auch wenn XRP im Smart-Contract-Kosmos bestimmt etwas an Anwendung finden wird, ist es leider dafür nicht bekannt und wird dafür leider auch nicht gut genug genutzt. Hat er recht, will ich auch gar nicht abtun. Es ist aber so ähnlich wie mit Bitcoin. Bitcoin kann auch keine Smart Contracts. Er hat eine andere Kernfunktion. Und Ripple hat heute zumindest, was wir so kennen, mit dem XRP-Ledger etwas aufgebaut, was sich vor allem um das Abwickeln von Zahlungen kümmert. Und diese ganze Geschichte mit Smart Contracts ist eben aufgeschoben. Aber wenn man, wie gesagt, die Geschichte um Codeus kennt, ja, dann weiß man, was sie können. Denn Ethereum hat sich an Codeus bedient. So, my first question is, was Codeus created to Vitalik slept on Stefan's couch for about 6 weeks back in like 2013. So Stefan's our CTO. He's our like wunderkind, he's our genius, he's the one who came up with IOP. And Stefan knows Vitalik very well. So I think there was a lot of collaboration there between, not like, you know, months of work between Vitalik and Stefan, but just a lot of mind melding. And I don't think it was a coincidence that after Vitalik left Ripple, he didn't work for us, but he kind of interned for the world, just kind of hung out. You know, back in 2013, this wasn't very structured, right? It was just kind of a bunch of people in the room dreaming, really. I think, you know, Vitalik and Stefan, if I remind them a little bit, they went off and did similar things. So Codeus wasn't meant to compete with Ethereum per se, but it was, I think, meant to do similar things. Die haben auf Basis dessen, was Ripple da mit seinen Entwicklern zusammen aufgestellt hat, Codeus nämlich, sich daran bedient und Vitalik Buterin und Co. haben sich das quasi als Vorbild genommen. Daran sehen wir, was also theoretisch möglich wäre, wenn der Fokus darauf läge. Das hier wirkt eher so wie so ein Nebenjob von David Schwartz, wo er auch mal ein bisschen mitwirkt und vor allem Entwicklerteams aus der ganzen Welt, die sich so ein bisschen daran machen. Ich glaube, es wird noch deutlich benutzerfreundlicher, je mehr dann die Anwendung kommt. Und gerade wenn es ums Thema Tokenisierung geht, ich denke mal, da wird es auch einfacher. Aber Big Daddy Crypto vollkommen richtig, noch ist es viel zu schwierig und vor allem nichts für jedermann. Da gibt es deutlich einfachere Lösungen mit Ethereum und Co. Nicht weiter ins Detail gehen, aber Smart Contracts auf XRP sind nicht wirklich konkurrenzfähig mit anderen Konkurrenten. Was die NFTs über Trust Lines angeht bei XRP, so sind sie nicht mit NFTs aus Smart Contracts zu vergleichen. Smart Contracts bieten viel mehr Vielfalt für den Token und auch weiterentwickelbare Token, wie zum Beispiel für sowas wie Pokémon Go wäre. Ja, Freunde, gehen wir nochmal ein Stück weiter vor. Smart Contract-Thematik haben wir auch bei den letzten Dingern übersprungen. Gucken wir mal, was hier noch so kommt. Von 44x. Und natürlich könnte das in den idealsten Idealbedingungen eintreten, aber ich bin da etwas pessimistischer. Ich glaube, XRP wird Bitcoin diesmal im Anstieg klar outperformen, aber ein 50x wird sehr schwer. Seine Begründung für das Preisziel waren die Fibonacci Extensions, da man da...
Okay, jetzt geht es nur um die Preisgeschichte. Also, wenn ihr euch das anschauen wollt, empfehle ich euch auch hier wieder die Videos zu schauen. Ich werde auch das Ganze verlinken. Also, ziehen wir doch nochmal ein Fazit zu dem Ganzen. Erstmal vielen, vielen Dank an beide, dass sie sich da wirklich so ausgiebig Zeit genommen haben, die Community zu unterrichten, denn wir konnten wirklich viel lernen aus diesen ganzen Videovorträgen. Insgesamt können wir, glaube ich, auch festhalten, Caro hatte sich im ersten Video so ein bisschen beim Liquidity Hub vertan, hat das Ganze aber nochmal aufgebröselt und erklärt, nachvollziehbar. Und das mit XRP, da hat er sich vertan, hat auch das Ganze eingesehen. Ist auch sehr wichtig, dass man mal kritikfähig ist, mega. Ansonsten stimmt meine Meinung größtenteils mit der von Caro überein, wobei man ganz klar sagen muss, das Hauptfragezeichen bleibt bestehen, egal wie viele der Videos wir gesehen haben, wo sind die 5 respektive 12 Milliarden XRP hin? Wo sind sie gelandet in letzter Zeit? Werden die wirklich auf Exchanges verkauft oder vielleicht an ODL oder gibt es auch irgendeinen anderen Grund? Dazu müsste man dann wahrscheinlich Wallets, die wirklich Ripple zuzuordnen sind, alle einzeln tracken und könnte dann was werden. Mal gucken, ob da irgendein Investigativer was zu findet. Ansonsten denke ich mal, kann man festhalten, beide haben sehr viel Wissen, beide haben uns unglaublichen Mehrwert geboten. Alles in allem lernt man einfach durch Zuschauen und Zuhören solcher Debatten sehr viel. Falls ihr mal wieder irgendwie sowas in der Art findet und irgendwelche dubiosen Dinge aufploppen, egal ob bei XRP oder auch bei anderen Projekten, dann lasst es mich gerne wissen. Dann können wir sehr gern auch mal interne Diskussionen starten mit der Community. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Mir wirklich sehr viel Spaß gebracht. Heute ein sehr langes Video. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir sehen uns sehr zeitnah wieder. Bleibt mir gesund, ihr Lieben, und bis bald. Ciao!